Moin moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Monster hat ja den Ruf, dass es in den ersten Kurven gern mal etwas, ja, unbedarft zur Sache geht, sage ich mal. Aber heute zeige ich euch mal ein Beispiel, dass es auch anders geht. Haben jetzt fast 30 Wagen auf dem Kurs, auf dem öffentlichen Server. Die Ampeln springen auf grün, wir kommen hier ganz gut weg. Also besser als die meisten hier in der Umgebung zumindest. Jetzt laufen hier auf dem AMG auf, aber rechts neben uns habe ich leider 3 Autos. Da komme ich, ja, nicht vorbei, muss ich leider ein bisschen zurückstecken. Und jetzt habe ich erstmal ein bisschen gewartet, was hier vor mir passiert. Hier wird es jetzt wie immer sehr langsam. Geht es hier auf, ja, 50 km/h runter etwa. Setze mich hier mal rechts neben den AMG, den ich hier sogar überholen kann. Ja, und in dem Moment dachte ich, ich gucke nicht richtig. Gar keiner hier neben der Strecke. Und wir sehen es ja auch auf der Minimap. Das Feld ist noch beisammen und keiner auf Abwägen hier. Während ich hier versuche, den anderen schwarzen Ferrari hinter mir zu halten, was mir relativ durch die Rechtskurve hier gelingt. Müssen wir nur mal gucken, ob er hier vielleicht einen Angriff startet, so wie der McLaren vor uns hier beim Aston Martin mal links vorbeigeschaut hat. Aber wir können uns hier erstmal einreihen, der Aston Martin hier ein bisschen langsam. Und hier einige Autos nebeneinander vor der ersten Lesmo. Jetzt geht hier der McLaren, ja, innen durch oder zumindest parallel mit dem Aston Martin durch die erste Lesmo. Und wir können uns den anderen Aston Martin hier eventuell schnappen. Mal sehen, ob wir hier innen durch können. Ja, relativ locker. Er ist auch, glaube ich, ein bisschen rausgekommen. Und der Aston Martin vor uns hier eben ein bisschen Probleme beim Rausbeschleunigen. Deswegen kommen wir hier auch relativ easy dran vorbei. Sind jetzt hier auf dem 19. Platz. Ging schon mal ein paar Plätze nach vorne hier, nach einer halben Runde. Da vorne der BMW geht mal geradeaus. Und hier rechts wird fleißig geparkt. Nochmal 2 Autos. Hier links einer in die Bande, kommt zurück. Wir kommen hier aber dran vorbei rechts. Kein Problem. Und vorne der BMW muss sich jetzt hier gegen den McLaren irgendwie verteidigen. Jetzt gehen die hier zu zweit auf die letzte Kurve zu. Und der McLaren dürfte vorbei sein. Und mal sehen, ob wir hier vielleicht an der Nummer 13 auch vorbeikommen. Jedenfalls können wir hier ein bisschen früher aufs Gas gehen. Kommen hier ordentlich auf Geschwindigkeit plus den Windschatten. Allerdings hat er selber auch Windschatten, weil sein McLaren da direkt vor seiner Haube fährt. Mal sehen, jetzt schert er hier aus rechts. Jetzt haben wir hier 2 Wagen vor uns. Das heißt, ich musste mich hier zurückhalten. Da gab es nichts für mich zu holen. So, kann der BMW da jetzt vorbei. Kann zumindest erstmal hier vorne bleiben. Und auch nach der Linkskurve hier bleibt er erstmal vorm McLaren. Aber wir sind hier direkt dran. Schön im Windschatten. Mal sehen, ob wir vielleicht vor der ersten Schikane angreifen können. Allerdings will der McLaren wahrscheinlich selber vorne angreifen. Ich bin mir hier nicht so ganz sicher gewesen, wie man sieht. Ich bin hier zwar weiter links, aber weil der McLaren, wie gesagt, da selber ein bisschen links vorbeiguckt, bin ich wieder nach rechts rüber. So, da vorne McLaren mit dem blauen Anstrich war, glaube ich, gerade neben der Strecke. Und muss ich jetzt hier gegen den BMW behaupten, der da außen vorbeikommt. Und hinter uns haben wir einen weiteren Ferrari, der uns hier auch direkt im Nacken hängt. Schöne Fünfergruppe hier. Und der BMW führt diese Gruppe hier an. Und muss sich da jetzt gegen 2 McLaren irgendwie wehren. Einer links, einer rechts. Aber ich glaube, vor der Ascari und in der Ascari dürfte er vorne bleiben. So, was sind wir denn jetzt hier? 13. Platz inzwischen und wir schauen uns nochmal den Start an, der eigentlich ganz gut anfing, wie wir hier sehen. Kommen hier ganz gut weg. Den Aston und den Ferrari hier kann ich eigentlich überholen, aber dann kommt der AMG und da, ja, seht ihr, alles voll mit Autos. Und ja, hier der Beweis, hier ist nichts groß passiert tatsächlich. Das ganze Feld ist hier durchgekommen. Das erlebt man nicht sehr oft. Aber das war sehr erfreulich. Und wir haben jetzt hier nicht sonderlich viel verpasst. Wir sind jetzt hier direkt im Windschatten vom blauen McLaren. Davor der andere McLaren mit dem BMW noch am Fighten. Gehen da zu zweit auf die erste Schikane zu. Mal gucken, wer sich da jetzt durchsetzt. Ob der McLaren sich den Platz wiederholen kann. Hier gehen die zu zweit durch die Schikane. Und ja, es staut sich ein bisschen. Deswegen kriege ich noch hinten einen mit vom schwarzen Ferrari. Hier links ist auch noch einer neben der Strecke. Haben den Platz also nochmal gewonnen. Und der BMW muss sich da schon wieder verteidigen. Gegen den 11er McLaren. Aber hier kann er auf jeden Fall seine Position nochmal halten. Und wir haben hier bald 5 Minuten um und das Feld ist noch ziemlich dicht beisammen.
Der Führende geht jetzt hier in die zweite Lesmo rein. Wir biegen in die erste ein. Mit dem schwarzen Ferrari hinter uns im Nacken. Dem Carlito. Ich nehme an, dass der von der Drink-and-Drive-Community ist, wenn man seinen Namen so richtig interpretiert. Und er war, glaube ich, auch nicht so langsam unterwegs. Dahinter ist dann nochmal ein Porsche, der aber jetzt hier 2 Sekunden nochmal dahinter ist. Aber mal schauen, was wir hier nach vorne vielleicht nochmal so schaffen. Auf jeden Fall musste ich mich jetzt auch mal ein bisschen nach hinten orientieren immer wieder. Denn der ist ja nur 0,2 hinter uns, also direkt dran. Gucken, ob er hier irgendwie durch den Windschatten nochmal näher rankommt. Sieht aber jetzt gar nicht mal so aus. Da bleibt der Abstand relativ konstant, aber beim Anbremsen hier, oh, habt ihr es im Spiegel gesehen gerade. Da wollte er doch deutlich später oder viel mehr reinbremsen. Und jetzt musste sich der BMW hier geschlagen geben. Allerdings kommt hier der nächste mit dem Mittelmotor an. Mal gucken, ob ich hier vielleicht einen Angriff starten komme. Hier kommen wir ganz gut ran, aber auch er hat wieder Windschatten. Und hier das gleiche Bild wie vorhin mit dem anderen McLaren. Mal sehen, ob er sich da jetzt wieder durchsetzen kann. Aber der McLaren, der bremst hier relativ spät und kann da links vorbei. Und hier rechts steht einer. Deswegen werden wir hier sehr langsam und der Ferrari stupst mich da ein bisschen an von der Seite und kann vorbeiziehen. Mit der Nummer 69. Ja, war ordentlich Action hier, aber das war zu erwarten. Wenn man hier von hinten startet, hat man einiges an Autos vor sich natürlich. Und ein bisschen schneller als der eine oder andere bin ich dann doch. Und wir haben jetzt hier direkt den Porsche hinter uns. Den Herrn Rush mit der Nummer 21. Mal gucken, wie sich der Abstand jetzt hier entwickelt. So, da vorne ist gelbe Flagge. Wahrscheinlich steht da irgendwo einer. Ja, da links steht einer, aber relativ weit von der Straße weg. Oder weit genug, dass wir da genug Platz haben, vorbeizukommen. Und jetzt ist hier eine kleine Lücke entstanden vor uns. 1 Sekunde ungefähr. Und der Ferrari macht auch schon wieder ordentlich Druck auf dem BMW. So, mal schöner Slide hier rein in die Schikane. Und der Ferrari vor uns kriegt da ein bisschen viel Curb mit und ja, macht da einen kleinen Ausritt aufs Kies. Der Porsche kommt da auf jeden Fall vorbei. Aber das war's dann auch schon. Hat da ja so 1 oder 2 Plätze jetzt verloren. Und wir springen mal eine Runde nach vorne. Einen Platz konnten wir gut machen, weil der Nissan hinter uns einen kleinen Austritt hatte. Und da vorne sehen wir der BMW schon wieder im Zweikampf verwickelt. Mit dem Ferrari, der Nummer 52. Der kommt da aber vorbei. Allerdings muss er hier geradeaus fahren. Dann kommt er jetzt hier links wahrscheinlich auf die Strecke. Schiebt hier ein bisschen der Styropor auf die Strecke rauf. Aber den Platz können wir uns hier auch holen. Sind jetzt hier auf Platz 8. Haben also schon mal 20 Plätze in den ersten 10 Minuten gut gemacht. Ganz gute Quote, würde ich mal sagen. So, hinter uns haben wir weiter den BMW und den Nissan. Mal sehen, ob wir hier an den roten Ferrari rankommen, mit dem wir hier gerade mitfahren. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so einschätzen. Der war bis dahin immer relativ weit weg vor mir. Aber wir bleiben hier natürlich direkt dran im Windschatten. Und vielleicht können wir da ein bisschen mehr Schwung gleich auf die lange Gerade mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall optimal. Im Moment sind wir hier auf einer 49er Zeit unterwegs. Ist natürlich noch nicht so super schnell. So, 0,3, 0,2 Sekunden. Auf jeden Fall wird es nicht reichen, um hier irgendwie anzugreifen. Deswegen heißt es jetzt hier, möglichst früh aufs Gas gehen. Mal sehen, er ist hier ein bisschen weiter links. Ich kann hier auf jeden Fall locker mal aufs Gas gehen. Ich kann hier nicht mal in den Windschatten, weil sonst wäre ich ihm da reingefahren. Und kann jetzt hier im Dragrennen, mich vorne halten. Jetzt bin ich hier eine Autolänge vorne. Mal sehen, ob er vielleicht hier einen Konter startet oder so. Ich gehe jetzt hier einmal nach links auf die Rennlinie, auf die Ideallinie. Aber der macht da keine Anstalten irgendwie zu kontern. Hat er jetzt ganz im Gegenteil den BMW hinter sich und den schwarzen Ferrari, der vorhin ja in der Ascari ein bisschen rausgeflogen ist.
sind jetzt hier auf dem 7. Platz. Der 6. ist hier in Sichtweite zumindest. Aber der 5. ist dann schon wieder ein paar Sekunden weg. Aber die Führungsgruppe ist noch relativ eng beisammen. Kann man hier wahrscheinlich gleich sehen. Ja, da vorne. Mal sehen, ob wir in den 8 Minuten da vielleicht nochmal ein bisschen rankommen. Nach hinten haben wir jetzt hier 1,5-2 Sekunden Abstand. Und der BMW, der Carlito und der Nissan konnten da den roten Ferrari überholen, den wir auch überholt haben. Da ging es jetzt Fahrplätze nach hinten für ihn. Und wir springen mal ein kleines Stück nach vorne. Sind hier jetzt ja knapp über eine Sekunde am McLaren dran. Nach hinten hat sich der Abstand vergrößert. Wobei der ja, schwarze Ferrari den BMW überholen konnte noch. Und der McLaren geht hier ein bisschen weitere Linie. Deswegen kommen wir hier noch näher ran. Sind jetzt hier unter einer halben Sekunde. Und im Windschatten natürlich. Haben wir also hier ganz gute Chancen, den vielleicht nochmal angreifen zu können. Gucken wir mal, wie er die Ascari-Schikane hier so bekommt. Ja, mindestens so gut wie ich. Der Abstand ist dann doch relativ gleich geblieben im Vergleich zur Geraden davor. Und wir haben tatsächlich immer noch 29 Wagen im Feld. Das nach einer Viertelstunde hier. Das habe ich auch ein bisschen gewundert, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und es geht immer noch relativ eng zur Sache. Da vorne sehen wir es auch auf der Karte. Die ganzen auf den ersten Plätzen da vorne noch relativ dicht hintereinander. Und dichter komme ich auch dem McLaren hier im Windschatten. Und jetzt gehe ich hier rüber und dachte mir, den bremse ich jetzt hier mal aus. Mal sehen, ob das gut geht. War ein bisschen gewagt, aber er spielt da ganz gut mit. Und ich konnte ihn dann hier tatsächlich vor der Schikane überholen. So, dass wir jetzt hier auf dem 6. sind. Direkt hinter dem 54er Porsche. Und selbst der Führende ist da vorne, er ist in der Schikane. Hier schauen wir uns das nochmal an. Schön aus dem Windschatten raus, rechts rüber und schön ausgebremst hier. Hat aber auch nicht wirklich gegengehalten, von daher war das jetzt auch nicht sonderlich schwer. Und jetzt ist der McLaren hinter uns im Sandwich von zwei schwarzen Ferraris. Und ich denke mal, da wird der Carlito ihn gleich auch angreifen. Der hat da jetzt hier die letzten Runden ziemlich gut aufgeholt nach seinem Ausritt. Vor uns haben wir hier 3 Sekunden Abstand. Aber die sind da auch, ja, nicht ganz im Zweikampf verwickelt, aber doch recht dicht beisammen. Vielleicht können wir da nochmal irgendwie profitieren in den nächsten, ja, knapp 4 Minuten. Bisschen weit raus, aber nicht ganz so schlimm, nicht allzu viel verloren. So, schauen wir mal in den Rückspiegel. Kann sich der McLaren da wehren? Beziehungsweise greift der Ferrari da überhaupt an? Man sieht es nicht ganz. Ne, er bleibt noch dahinter. Aber mal sehen, ob er vielleicht hier auf der Geraden jetzt irgendwie was anrichten kann. So, da kommt noch einer aus der Box. Der Letztplatzierte. Und hinter uns greift der Ferrari den McLaren an. Und da sieht so aus, als wenn er dran vorbeikommt. So ist es. Und hier links ist noch einer neben der Strecke. Deswegen sind wir jetzt hier auf dem 5. Platz. Und für die letzten 3 Minuten hatte ich mir hier vorgenommen, ja, vor dem Carlito zu bleiben. Der ist ja ganz offensichtlich doch nochmal ein Stück schneller. Die 3 Sekunden nach vorne werde ich wahrscheinlich nicht direkt aufholen mehr. Beim Exit hatte der Ferrari einen kleinen Fehler, ein bisschen weit rausgekommen. Das gibt uns nochmal ein paar Zehntel Luft. Aber wie wir gesehen haben in der Ascari-Schikane und in der Parabolica in der letzten Kurve, beim Anbremsen, da ist er doch ja deutlich schneller als ich. Zumindest war es am Anfang des Rennens so, wo er auch direkt hinter uns war. Und da schauen wir jetzt mal, ob sich das jetzt so fortsetzt hier.
Oh, der Eingang ist viel, viel besser als meiner. Aber hier beim Ausgang, ja, ein bisschen viel Körb mitgenommen, da trinkt sie ein bisschen raus. Deswegen kann er die Geschwindigkeit nicht so ganz mitnehmen, aber er ist trotzdem hier natürlich in gefährlicher Reichweite für mich. Aber auch auf dem Porsche hier haben wir ein bisschen was aufholen können. Weiß ich jetzt nicht, ob er da vielleicht einen Fehler hatte. Aber wenn wir ganz viel Glück haben, erwischen wir den vielleicht auch noch. Podium wird es wohl nicht mehr. Aber selbst der fünfte Platz hier ist, glaube ich, ganz in Ordnung, wenn man hier von ganz hinten gestartet ist. Das Ganze hier in 20 Minuten. So, erste Schikane war schon mal keine Gefahr. Jetzt kriegen wir vielleicht demnächst ein bisschen Windschatten vom Porsche. Das könnte uns natürlich nochmal helfen. So, auch in dieser Schikane werden wir nichts befürchten müssen. Gute halbe Sekunde Vorsprung. Aber das war auf jeden Fall hier mein Ziel noch, ihn hinter mir zu halten und eventuell noch den Porsche hier zu bekommen. Aber realistisch gesehen, wenn er da vorne jetzt keinen groben Fehler macht, werden wir ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Weil ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist schon die letzte Runde hier. Ja, aber 20 Sekunden und der erste ist da, ich weiß gar nicht, unter 10 Sekunden vor uns, also dürfte das wohl die letzte Runde sein. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch mal ein bisschen Glück haben. Hier kommen wir auf jeden Fall super ran. Vielleicht sogar ein bisschen zu schnell reingefahren, deswegen der Ferrari hinter uns auch direkt ran, aber kann das Ganze nicht nutzen. So, ab in die Parabolika. Mal sehen, ob er sich hier vielleicht nochmal verbremst oder so. Nee, da passiert nichts mehr. Ja, fünfter Platz, glaube ich, ganz ordentlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao!